Sie hat viel neuen Schwung in die Münchner Kammerspiele gebracht. Seit der Spielzeit 2020-2021 ist Katharina Bach fest im Ensemble. Und die 37-Jährige bringt ordentlich Power auf die Bühne der Stadt. Zum Beispiel hier in Die Freiheit einer Frau von Édouard Louis. Dort erzählt er die Geschichte seiner Mutter oder die Befreiungsgeschichte seiner Mutter, die in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen ist und dann auch weiterhin ein sehr prekäres Leben führt mit 5 Kindern, mit einem gewalttätigen Ehemann und sich eigentlich aus diesen Strukturen heraus befreit. Und diese Geschichte erzählen wir aber zu dritt. Eine Stelle bei der Bank. Ihre Paraderolle hat Katharina Bach aber derzeit als Nora in Nora von Henrik Ibsen. Nora, Nora, die sich in den Kopf schießt, nur Nora, negativ Nora. Nora, ein Job, 20 Stunden die Woche, dreimal wöchentlich zum Workout. Nora, die in letzter Zeit beim Yoga mal so Schaum vor dem Mund hat, beim Joggen, Rennen, Rasen. Asymptomatische Nora. Nora auf ihrem Eigentumsbalkon. Nora und ihre Pseudo-Probleme. Nora als Abziehbild. Breites Lächeln, Doppelkinn, ausgestreckter Mittelfinger. Geboren ist Katharina Bach 1985 in Remscheid. Vor München spielte sie in den Schauspielhäusern Bochum und Frankfurt. Ich glaube, dass ich das Leben, so wie es ist, irgendwie nicht so richtig aushalte und deswegen ganz viel auf die Bühne springen muss, um da an Emotionen ranzukommen und an hohe Energien und das zum Ausdruck zu bringen. Und damit habe ich das Gefühl, bringe ich mich vielleicht ein bisschen ins Gleichgewicht und bereite der einen oder anderen Person da unten vielleicht auch ein bisschen Freude. Meine Lehrerin im Gymnasium ist zu mir gekommen und meinte, ob ich das nicht werden wollen würde. Und ich wusste eigentlich gar nicht, dass man sowas unbedingt werden kann. Und dann habe ich gesagt, aha, okay, ja, dann versuche ich das vielleicht mal. Hatte ich mich schon einmal gedacht, dass das die einzige, die wahre, die große Liebe sei, als ich damals diesen dummen Brief an diesen dummen Gans Arnold Kramer geschrieben habe. Ja, es bleibt nichts zu tun, als zu warten. Man kann ja nicht darüber reden. Gefällt dir und am schönsten sind für Katharina Bach die Abende, an denen auf der Bühne alles richtig rund läuft. Dann spürt sie die ganze Welt. Wenn man eine gemeinsame Energie mit allen, die auf der Bühne sind und alle, die drumherum von der Bühne versuchen, diesen gemeinsamen Abend hinzukriegen. Und wenn das funktioniert, dann hat man ja so eine Energie, aber die eine gemeinsame ist. Was wäre das für eine Zukunft, wenn nie etwas Neues beginnen könnte? Zu sehen ist Katharina Bach wieder am 24. Januar in Die Freiheit einer Frau, am 31. Januar in Nora und am 3. Februar hier in Effingers. Da liegen sehr viele Sehnsüchte darin, die Ihnen das Leben nicht unbedingt erleichtern werden. Träumen Sie davon, Künstlerin zu werden.